Einen normalen Tag für unser Kader, für den Offizier, fängt an, dass man muss und mehr dauert, die Leute kontrollieren, ob sie in richtiger Tenue sind und ob sie anständig durchstehen. Und dann, den Tag ist ein Teil der Mäuers 4 Stunden, der Mittes 4 Stunden, wird dann auch am Vierreiseprogramm abgesagt, das kann als Sport bestehen, respektive Instruktionen für die Leute vorzubereiten, ob hier später Missionen im Ausland, respektive Platz zu Hause, ihre Aufgaben an der Kaserne. Ich bin Chauffeur von meinem Plätterchef. Das heißt, ich bin an der Mission, hin auf die verschiedenen Plätze zu feiern. Und dabei bin ich auch Operateur von unserem Radio, das heißt vom Funk. Und ich bin auch teilweise für seine Sicherheit zuständig. Aber meine Motivation war, dass der Beruf ist, den sich aber ziemlich differenziert von all den anderen. Gereizt tut mich, dass wir viel draußen sind und dass es sicher nicht langweilig ist. Das ist gut, wenn ein zum Beispiel ein Junge ist, der gerne in der Natur ist und den auch gerne, wie soll ich sagen, mehr Action hat. Freiwillig sind halt dort. Also sind verschiedene Konditionen. Da haben wir zum Beispiel Konditionen, dass man zwischen 18 und 25 Jahren, das ist 25 exklu, haben. Und dann haben wir natürlich, dass man Lützebäuer sind oder die Nationalität von einem EU-Member-Staat haben. Und natürlich die neidisch, physisch und intellektuell Qualitäten mitbringen. Ne? Das heißt, alle Soldaten oder alle Zivilpersonen, die an die Armee willkommen, gibt es natürlich auch ein Examen-Konkurs, der aus zwei Teilen besteht. Da haben wir einen Testkonnaissance General an den Sprachen Lützebäuerisch, Deutsch und Französisch am Rechnen. Und dann, wenn sie die gepackt haben, da kommen sie an den sportlichen Test und an den medizinischen Test. Für mich persönlich an der Armee und ich immens viel Selbstbewusstsein beikriegt, an für mit den Leuten so eins zu gehen, dass ich auch immer, weil ich ihnen so ein, weil ich immens viel beigelehrt habe, auch für mein Privatleben. Also mir gefällt am meisten die Lunge. Das ist ganz unterschiedlich. Es wäre für mich nicht, an einem Büro zu sitzen, 8 Stunden den Tag, und ich sie gerne da draußen. Die Basis von aller Armee ist ein sicheren Zaldot. Und von dem Zaldot aus gibt es verschiedene Karrieremöglichkeiten. Bei der Armee haben wir 3 verschiedene Karrieren. Das ist innen angefangen beim Kaporal. Kaporal von der Armee, den Unteroffizier und dann den Offizier. Für die spezifischen Unteroffizier muss ich eine Qualität haben, dass er gut mit Leuten geht, dass er noch gewissen Leadership hat, dass er die Leute motivieren kann, für das zu machen, was er hier sieht. An ein bisschen Selbstdisziplin, da den nicht gerade muss ich auch immer ein Vorbild sein für die Leute. Für alles, was Karrieren, Kaporal, Inoffizier und Offizier anbelangt, da gibt es natürlich verschiedene Konditionen d'études. Da haben wir beim Kaporal zum Beispiel ein 9 PO oder am Regime Sekundär, also ein 6 Klassik. Was den Inoffizier anbelangt, haben wir SWAT. Ein 3. vom Regime Klassik, soit ein 11. Technicien oder ein 12. CATP, Regime Mechanicien oder Regime Commerce et Administratif. Was den Offizier anbelangt, da brauche ich ein 1. am Regime Klassik oder am Sekundär Technik, ein 13. Technik General oder ein Technik Commerce et Administratif.